Wir neigen uns, meine Damen und Herren, wir neigen uns gemeinsam, nämlich dem Ende des Abends entgegen. Ich möchte Sie aber nicht gehen lassen heute Abend, ohne Ihnen die Antwort auf eine Frage schuldig zu bleiben, die Ihnen jetzt wahrscheinlich unter den Fußnägeln brennt. Nämlich die Frage, es ist ja heute schon das ein oder andere Mal vom Holzweg die Rede gewesen, klingt ja auch im Titel an. Wenn Sie sich vielleicht fragen, ja, Moment mal, aus welchem Holz ist jetzt eigentlich so ein Holzweg? Es gibt ja Buche, Eiche, Fichte, Lärche, Tanne und so weiter. Natürlich auch die verschiedenen silikonisierten Hüttenholzarten wie Dolly Buster und Pamela Anderson. Ja, aber aus welcher dieser Holzarten ist jetzt so ein Holzweg? Da sage ich Ihnen, wer die Frage nach dem Holzweg so stellt, ist bereits auf einem. Denn der Holzweg, meine Damen und Herren, ist kein Weg aus Holz, sondern ein Weg fürs Holz. Holzwege sind Wege, meine Damen und Herren, die im Wald angelegt werden, die nur rausführen, um geschlagenes Holz raustransportieren zu können. Wussten Sie, dass es über 600.000 Kilometer Holzwege gibt in Deutschland? Aber nur 12.500 Kilometer Autobahn. Das heißt, wenn man von außen in einen Wald reingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einem Holzweg landet und nicht auf einem Wanderweg, ziemlich hoch. Und dann geht man und geht man und geht und plötzlich hört der Weg einfach auf. Gebüsch, Gestrüpp, Feierabend. Das ist ein Holzweg. Ein Holzweg, der nicht zu einem bestimmten Ziel führt, sondern ins, ich sag mal, ins bewaldete Nichts. Deswegen ist ein Holzweg im übertragenen Sinne auch der Weg, auf dem man sich befindet, wenn man sich um sich selbst herum im Kreis dreht und dieser Kreis führt auf dem Holzweg ins Nichts. Wo aber befindet sich das Nichts? Nun, dazu muss man wissen, nichts ist ja die Existenzform dessen, was nicht existiert. Ne? Also ne, das Nichts besteht ja aus all den Dingen, die es nicht gibt. Weil es aber von diesen Dingen unendlich viele gibt, muss das Nichts unendlich groß sein. Wenn aber das Nichts unendlich groß ist, dann hat es nirgendwo Platz. Wenn aber das Nichts nirgends Platz hat und sonst nirgendwo anders, dann muss es sich dort befinden, im Nirgends. Weil aber der Mensch nicht nirgends hin will, ist der Weg um sich selbst herum im Kreis durchs Nichts ins Nirgends ein Holzweg, der sich um sich selbst dreht. Aber aus welchem Holz ist jetzt dieser Holzweg? Es gibt ja Buche, Eiche, Fichte, Lärche. Und wer die Frage nach dem Holzweg so stellt, ist bereits auf einem. Wussten Sie, dass es über 600.000 Kilometer Holzweg gibt? Die hören im Wald einfach auf. Gebüsch, Gestrüpp, bewaldetes Nichts. Das Nichts ist aber die Existenzform dessen, was nicht existiert. Weil aber der Mensch nicht nirgends hin will, ist der Weg durchs Nichts ins Nirgends ein Holzweg, der sich um sich selbst dreht. Aber aus welchem Holz sind eigentlich Buche, Eiche, Fichte, Lärche und 600.000 Kilometer Holzweg und Gestrüpp? Weil der Mensch nicht nirgends hin will und der Holzweg sich um sich selbst dreht. Aber aus welchem Holz ist eigentlich der Mensch, der sich um sich selbst dreht? Das ist die Frage. Aber bevor man eine Antwort findet, ist dieses sich um sich selbst drehende Leben schon vorbei. Und der Holzweg führt direkt in die Holzkiste. Aber bevor es soweit ist, meine Damen und Herren, machen Sie sich klar, dass Sie in jeder Stunde, in jeder Minute, ja in jeder Sekunde eine Entscheidung treffen, wie Ihr Leben weitergeht und dass Ihr Leben nur mit Ihnen fällt und steht. Und wenn Sie sagen, dass man sowieso nichts ändern kann, dann geben Sie Verantwortung ab. Und dann ist Ihr Leben tatsächlich ein Holzweg, der sich um sich selbst dreht. Es geht um die richtigen Entscheidungen mit Bedacht und Disziplin. Zum Beispiel heute sind wir nicht in Wien oder Berlin, sondern im Hofgut in Reinheim. Heute Nacht, also da haben wir jetzt alle alles richtig gemacht. Vielen Dank. Danke, Reinheim. Vielen Dank.